Der für uns sichtbare Spektralbereich des Sonnenlichts besteht aus den Farben Blau, Grün und Rot sowie allen Übergangsfarben dazwischen. In der Summe ergeben die verschiedenen Wellenlängen zusammen das weiße Sonnenlicht. Trifft das weiße Licht auf ein grünes Blatt, hängt es von der jeweiligen Wellenlänge oder Farbe ab, was jetzt geschieht. Blaues Licht wird von den Pigmenten in den Chloroplasten drin absorbiert. Die Pigmente sind Chlorophylle und Carotinoide. Die absorbierte Lichtenergie bleibt im Blatt drin und kann von der Pflanze für die Photosynthese genutzt werden. Die Wellenlängen im grünen Bereich hingegen werden nicht absorbiert. Entweder geht das grüne Licht durch das Blatt hindurch, oder es wird reflektiert. Deshalb sind Pflanzen für unser Auge grün. Wir können die Blätter eines Baumes von unten betrachten oder von oben auf das grüne Gras in einer Wiese blicken. Rotes Licht wiederum wird von den Blattpigmenten absorbiert. Genau wie bei den blauen Wellenlängen bleibt auch hier die Energie im Blatt drin und kann für die Photosynthese verwendet werden. Wie ein Blatt mit den verschiedenen Wellenlängen umgeht, lässt sich noch etwas genauer untersuchen. Hier sehen wir das Absorptionsspektrum eines Chloroplasten. Auf der X-Achse ist die Wellenlänge von 400 Nanometer bis 800 Nanometer angegeben. Der Farbverlauf gibt an, welche Wellenlänge welche Farbe hat. Auf der Y-Achse ist die Absorption aufgetragen. Die Absorption ist ein Maß dafür, wie viel Licht einer ganz bestimmten Wellenlänge von den Pigmenten eingefangen oder eben absorbiert werden kann. Je höher die Absorption, desto mehr Energie bleibt im Blatt drin. Je tiefer die Absorption, desto weniger Energie wird eingefangen. Misst man die Absorption für jede einzelne Wellenlänge, kann man die Messwerte anschließend aneinanderreihen und bekommt so diese Kurve. Das Absorptionsspektrum zeigt, dass das einfallende Sonnenlicht nicht vollständig genutzt wird. Nur die Energie, welche in den blauen und roten Wellenlängen enthalten ist, treibt die Photosynthese an. Die Energie im grünen Licht hingegen leistet keinen Beitrag. Das ist die Grünlücke.
Es ist unklar, warum es die Grünlücke gibt. Tatsächlich lassen die Pflanzen mit dem grünen Licht rund einen Drittel der einfallenden Lichtenergie ungenutzt. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Energieversorgung nicht der limitierende Faktor in der Photosynthese darstellt. Der Flaschenhals wäre demnach an einem anderen Ort. Vom Menschen konstruierte Sonnenkollektoren sind auf jeden Fall schwarz. Damit können sie die gesamte einfallende Lichtenergie absorbieren. Wären Pflanzen genauso effizient, würden wir die erwachende Natur im Frühling ganz anders erleben. Wiesen und Wälder würden nicht mehr ergrünen, sondern die Landschaft mit einem tiefen Schwarz überziehen.